Fairness, Teamgeist, Einsatzfreude, Grundpfeiler von Jugend trainiert für Olympia und Jugend trainiert für Paralympics. Jährlich findet das weltgrößte Schulturnier unter der Schirmherrschaft des Bundespräsidenten statt und ist das perfekte Sprungbrett vom Schulsport zum ganz großen Traum. Ja, klar denkt man da schon mal drüber nach, wie toll das sein könnte, wirklich in so großen Handballhallen zu stehen und dann vor großem Publikum zu spielen. Aber ja, das ist noch lange hin bis da und ich denke, das hier ist schon mal ein guter Anfang. Am ersten Tag ging es bereits hoch her, 16 Bundesländer aufgeteilt in 4 Gruppen. Die ersten beiden jeder Gruppe treffen dann in einer Zwischenrunde aufeinander und machen die letzten 4 unter sich aus. Organisatorisch eine Meisterleistung. Also die Organisation ist super, sehr, sehr gut vorbereitet, der Empfang klappt sehr gut, die Unterkünfte sind sehr gut. Die Organisation, wie man von A nach B kommt, ist alles vorbereitet. Man muss sich eigentlich um wenig kümmern. Das Turnier natürlich für Mädchen und Jungen ein Wahnsinns-Event. Doch neben dem Sport bietet Jugend trainiert für Olympia und Jugend trainiert für Paralympics mit der Hauptstadt Berlin einen weiteren Höhepunkt und manch witzige Geschichte. Es ist gerade für uns natürlich, wo wir von der holländischen Grenze kommen, eine ganz tolle Sache, weil wir eine lange Zugtour hinter uns haben. Die Mädels sehen die große Stadt. Wir hatten gestern eine lustige Sache, da wollen sie bei Rot über die Ampeln. Da haben wir gesagt, in Berlin ist das ein bisschen gefährlicher als bei uns um Dorf. Und deswegen ist das eine unheimlich große Erfahrung, eine tolle Erfahrung, die da machen. Am Freitag finden dann die Finals statt und da könnten diese Damen ein Wörtchen mitreden. Das Luise von Duisberg-Gymnasium aus Kempten gewann 3 von 3 Spielen. Übersteht man jetzt noch die Zwischenrunde? Sieht's gut aus für die Mädchen aus Nordrhein-Westfalen. Wir wollen schon jetzt nicht nur jetzt von der Gruppe der Erste bleiben und dann in den nächsten Spielen jetzt alles verlieren. Also wir geben schon weiterhin unser Bestes und mal sehen, wie weit wir kommen. Wer es am Ende macht, wer die Titel holt, seht ihr natürlich bei uns und auf der unten eingeblendeten Adresse.